Ja, herzlich willkommen hier auf Aktienlos TV. Ihr seht's, ich habe mein rotes Hemd an. Ja, da ist natürlich Feuer angesagt und natürlich der Jens da ist im Hintergrund. Ja, die roten Strahlen. Also wir regen uns heute mal wieder auf. Ja, und das wollen wir künftig regelmäßig machen. Und deswegen bitte die, die jetzt irgendwelche Aktientipps erwarten oder irgendwas, das könnt ihr euch sparen. Heute geht's ans Eingemachte, weil, lieber Jens, es ist ja auch so, dass das, was um uns herum passiert, auch an Aufregerthemen. Und wenn es irgendwas ganz Banales von Kevin Kühnert ist, es hat ja am Ende auch irgendwas mit der Börse zu tun. Wie du siehst, habe ich mich heute sogar schwarz geärgert. Also ich bin kaum noch zu sehen vor dem Hintergrund hier. Ja, wie Dieter Nuhr schon sagt, aktuell wird die Satire manchmal von der Realität überholt. Wir erinnern uns an die Ernährungstipps von Ricarda Lang und den Shitstorm, den Dieter Nuhr da aushalten sollte. Also eigentlich brauchen wir gar keine Satire machen. Eigentlich sollte man nur die Kamera nach Berlin drehen und laufen lassen und dann braucht man gar nichts zu kommentieren. Definitiv. Allein was ich diese Woche schon alles hier serviert oder eingebaut habe, ja, also das ist eine unerschöpfliche Masse an Material, was man da hat. Ja, aber wir wollen es ja künftig ein bisschen kanalisieren. Also wir wollen jeweils drei Aufreger, was uns vielleicht am meisten beschäftigt hat. Also etwas aus Wirtschaft, Börse, etwas aus der Politik und auch der private Aufreger. Irgendwie hat es aber wir drehen uns im Kreis. Es hat schon was mit unserem Land am Ende des Tages auch etwas mit der Börse zu tun. Und wie gesagt, ich kriege mich immer noch nicht ein mit unseren Staatsministerinnen und der Pressekonferenz bei der UN vor 7 deutschen Journalisten in Englisch. War für mich eigentlich der persönliche Höhepunkt der Woche. Aber ich habe dir was anderes rausgepickt für den Wirtschaftsaufreger. Damit wollen wir ja anfangen, Wirtschaft, Börse. Mein Aufreger dabei war der Chemiegipfel bei Olaf Scholz. Ja, großartig. Ja, es war natürlich, die Chemie ist, auch wenn es nicht allen recht ist, immer noch eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Ja, da haben auch BASF, Evonik, wie sie alle heißen, Covestro, die haben in den letzten Jahren Milliarden investiert in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Man hat ja auch irgendwie dann geplant mit den Preisen, wie man hier produzieren kann. Und das ist aus den Fugen geraten, ja. Und wir wissen das ja alle mittlerweile, dass wir die höchsten Strompreise überhaupt haben. Und das sorgt jetzt in der Branche natürlich für Erdbebenstimmung. Ja. Da geht es drunter und drüber. Und deswegen hat man sich viel erhofft beim Chemiegipfel. Aber wenn schon in der Tagesschau die Meldung kommt, ja, also dass die Teilnehmer, sowohl die Chemiegewerkschaft als auch der Verband der Chemie gesagt hat, also die Regierung ist nicht mehr in der Realität zu Hause. Als Zusammenfassung sagt das viel. Und hier habe ich auch eine Headline aus dem Handelsblatt: Chemiegipfel endet ohne Zusagen für verbilligten Industriestrompreis. Also man hat das erhofft, aber Kanzler Scholz, und das ist auch jetzt nicht unbedingt die Überraschung, beschränkt sich auf vage Zusagen. Ja, das finde ich schon mal großartig. Ich glaube, das hat er immer gelernt. Da hat er sich wahrscheinlich auch von Merkel abgeguckt. Einfach irgendwie was sagen, was multiple interpretierbar ist, Jens. Ich glaube, zur Abschlusskundgebung ist er persönlich dann gar nicht mehr erschienen. Da hat er seinen Adjutanten vorgeschickt, die sichtlich erschütterten Ministerpräsidenten. Er selber hat das Kanzleramt nicht mehr verlassen. Ich glaube, er hatte vergessen, wo er hin soll oder sowas. Er saß wahrscheinlich drin, hat Tee getrunken und gesagt, hoffentlich geht das schnell an mir vorbei. Ja, was Herr Scholz übersieht, ist BASF und Evonik, das sind globale Konzerne. Die brauchen Deutschland nicht, sondern umgekehrt. Deutschland braucht sie. Deutschland braucht die hunderttausende Arbeitsplätze. Und der BASF wird es nicht wehtun, Deutschland irgendwann zu verlassen und sich am Ende von der Börse zu delisten. Was auch nicht funktionieren wird, Herr Scholz, ist die Wasserstoffwirtschaft, die Sie ankurbeln wollen, bei diesen Strompreisen. Bei diesen Strompreisen brauchen wir keine Umwandlung in Wasserstoff erwägen, denn das wird nicht funktionieren. Wasserstoff ist einfach energieintensiv. Und Herr Habeck, eine Wärmepumpe wird sich auch erst dann rentieren, wenn der Strom rentabel wird. Wenn der Strom hingegen mit Kohlekraftwerken erzeugt wird, haben wir einen sehr hohen CO2-Ausstoß, der wiederum auf den Strom aufgeschlagen wird. Das heißt also, sie verarschen die Kunden, die sie zur Wärmepumpe zwingen, quasi doppelt. All Deswegen das waren sollte ja auch man. bei der Pressekonferenz allein die 7 deutschen Journalisten, weil das Ausland das auch gar nicht verstanden hat, was da geplant ist. Auch bei T-Online hier Chemiegipfel im Kanzleramt enttäuscht die Industrie. Ja, und letztendlich gab es dann wirklich scharfe Töne. Ja, BDI-Präsident
Siegfried Russwurm, ja, er äußerte sich genauso wie der Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp. Und der Tenor war, das Licht an immer mehr deutschen Standorten wird buchstäblich ausgeschaltet, mahnt Russwurm. Und die Lage der Industrie sei eben akut dramatisch. So die IGBCE, also das sind Gewerkschaften, es ist eigentlich sogar SPD, na, also grundsätzlich ist man da wahnsinnig irgendwie ängstlich, was den deutschen Standort hat. Ja, man ist eigentlich fassungslos. Die hohen Energiekosten sind existenzgefährdend. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup. Und wenn wir weitergehen, es hat sich alle der Lanxess-Chef Zachert geäußert. Und natürlich letztendlich auch Christian Kullmann, Chemie, also Chef von Evonik. Und der hat letztendlich einfach mal eine Rechnung, der hat einen Taschenrechner genommen, hat gesagt, also wenn wir mal summa summarum zusammenrechnen, kommen wir bei uns in der Branche auf einen Industriestrompreis von 20 Cent. In den USA liegen wir bei knapp 2. So. Muss man darüber noch drüber reden, wo man dann demnächst wahrscheinlich investiert? Das kann, wie gesagt, funktionieren, wenn man Pressesprecher ist oder sowas, nur eine Tischlampe braucht. Aber eine Industrie, die eben den Strompreis, der ein hoher Anteil einer Wertschöpfungskette ist, wird es nicht funktionieren. Und da brauchen wir uns nicht Tasche voll zu lügen mit Solarstrom oder einem Windstrom, der eines Tages eventuell. Das sind alles Rechnungen, die hinten und vorne schief gehen. Das Ausland rund um Deutschland investiert in Atomenergie, nur wir wissen es besser. Ich hoffe, dass wir es besser wissen. Die Ich anderen sind kriege jetzt scheinbar alle so, doof, alle doof außer mich, wie man schon sagt. ich krieg jetzt sogar schon Karos und Ecken. Also das sieht man, wie das Oh ja. hier rumort. Ja, es ist ja auch einfach eine logische Geschichte. Das ist ja alles schön und gut, wenn wir Strom aus Erneuerbaren haben. Aber wenn der Strompreis nicht runterkommt, ja, da haben wir gelitten. Das ist einfach so. Und ohne Wirtschaft wird nichts gehen. Aber Jens, ich weiß, du hast dort auch einen Aufreger aus dem Bereich Wirtschaft, Börse. Das sieht man natürlich eins, und das ist ja auch, das darf man ja nicht verwechseln, wenn wir hier Plädoyers für die Wirtschaft, für Unternehmen halten. Das heißt nicht, dass da nicht auch ein Schindluder getrieben wird und dass es da auch schwarze Schafe gibt. Also ich möchte heute Danke sagen erstmal, nämlich Danke an die SDK, die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre und insbesondere an Paul Petzelberger. Das ist der einzige Aktionärsschützer, der sich einsetzt gegen das, was die Aurelius derzeit veranstaltet. Aurelius, eine Firma, mit der ich wirklich gute Zeiten hatte. Ich bin seit über 10 Jahren an Bord. Ich habe viel Dividende verdient mit Aurelius. Ich war hinter Aurelius gestanden, als die Shortseller sie angegriffen haben und gesagt haben, da geht es mit rechten Dingen zu. Wir haben Aurelius wirklich ins Tal begleitet, sind wieder aufgetaucht und waren wieder zurück auf der Höhe. Im letzten Jahr kündigte Aurelius an ihren Aktionäre an 1,50 € Dividende. Wir haben ein gutes Jahr gehabt und dieses Jahr schlägt eine Bombe nach der anderen ein. Zuerst sagte Aurelius, wir werden uns von MXS delisten. Sprich, wir werden künftig nicht mehr gelistet sein, einfach weil das zu viel Aufwand ist. Da ist so ein Geschmäckle dabei, das könnte auch bedeuten, wir wollen den Aktionären einfach nicht mehr berichten, was bei uns läuft. Daraufhin ist der Kurs ziemlich eingebrochen und dann ging es so weiter. Plötzlich hat Aurelius verkündet, 1,50 Dividende ist nicht mehr, wir wollen nur noch 50 Cent zahlen und das Geld wollen wir einbehalten, um Aktien zurückzukaufen. Als Kleinaktionär hat man jetzt ein bisschen das Gefühl, wenn die Aktien zurückkaufen, dann haben die vielleicht vor, ein Squeeze-out zu machen, von der Börse sich ganz zurückzuziehen. Wo bleibe ich dann als Kleinaktionär? Der Kurs verfiel, verfiel, verfiel. Und es wurde, wir haben selber angefragt bei Aurelius, Jürgen, das weißt du noch, uns wurde nur geschrieben, wir sind an Gesprächen mit euch nicht interessiert. Das war der ausgestreckte Mittelfinger am Band quasi, der uns dann gegengehalten wurde. Und dann kam die Hauptversammlung. Die begann um 11 und ging bis 24 Uhr. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gab durchaus die eine oder andere Rückfrage. Aurelius hat wohl eine Hauptversammlung geführt. Da ging es darum, ob Frauen an den Kopierer dürfen und wie der Kaffee gekocht wird. Lauter Belanglosigkeiten. Und dann hat sich eben Paul Petzelberger von der SDK eingeschaltet und hat mal die Themen auf den Tisch gebracht. Unter anderem ging es darum, hat Aurelius zugegeben, 1,25 Millionen Aktien wurden für 16 Euro vom Firmenkapital zugekauft und dann für 13,60 € an den Sohn des Geschäftsleiters abgetreten. Jetzt kommst du. Das sind 2,40 € geschenkt mal 1,25 Millionen Firmenkapital, die man einfach mal so
ja, an einem Aktionär vorbei veruntreuen wollte. Die SDK hat das Richtige getan. Sie hat alle Register gezogen. Sie hat gesagt, BaFin, Klage, 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 wenn das nicht aufgeklärt wird. Sie hat sich Aurelius bedankt. Aurelius hat gesagt, uns doch egal. Und wir kürzen Dividende auf 5 Cent, wohlgemerkt. Also, was uns Aktionäre noch wollen, ist uns ganz egal. Nach 3 Tagen jetzt plötzlich ein kleines Rückrudern. Aurelius hat dann doch eingesehen, dass da was im Busch ist. Man hat gesagt, ja, wir tun das Geld jetzt nachbezahlen. Also das Geschäft wird rückabgewickelt und nachträglich werden 3 € weiter auf den Aufpreis bezahlt vom Sohnemann, damit das Ganze wieder realistischer zugeht. Man will in der Klage hier schlicht und einfach zuvorkommen. Und ansonsten folgendes. Die Aurelius ist keine reine Aktiengesellschaft, sondern eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das heißt, der Komplementär hat alle Macht und die Aktionäre haben leider gar keine Macht mehr. Und wir, Jürgen, du und ich und irgendwie auch die SDK, wir kämpfen hier gemeinsam für das deutsche Vertrauen in Aktien. Und dass das von so einer kleinen Firma und von Dirk Markus mit so dermaßen Füßen getreten wird, das ist ein großer Skandal. Und das war mein Aufreger diese Woche, 180 Puls. Und wie gesagt nochmal, Paul Petzenberger, vielen Dank für die tolle Arbeit und weiter so. Man kann allen Aktionären nur empfehlen, schließt euch eine Aktionärsgemeinschaft an und bündelt eure Stimmen gegen diesen Missbrauch. Denn nur gemeinsam können wir diesen Leuten was anhaben. Und das ist wieder mal ein Beweis dafür, das ist eigentlich auch, und wir sind ja total, wir sind begeisterte Aktionäre, ja, und Fans der Aktienanlage. Aber trotzdem, es gibt auch hier schwarze Schafe. Man muss eben aufpassen, ob man bei einem russischen Spion landet, wie bei Wirecard, oder eben hier bei Sippenwirtschaft, Marke Aurelius. Ja, also es ist wirklich, man muss wirklich prüfen, in was man investiert. Und wirklich in solide Unternehmen, wirklich wo Shareholder Value, ja, ganz oben steht und nicht ganz unten. Ja, Veto, Jürgen, denn eigentlich ist die Aurelius sehr solide und eigentlich ist Aurelius eine hervorragende Firma. Jens Kastner hat sie kurz vorher noch empfohlen, weil er gesagt hat, der Net Asset Value liegt bei 40 € pro Aktie. Da ist wirklich Geld vorhanden, die Firma ist kerngesund. Und deswegen hoffen wir alle noch. Wir hoffen, dass da vielleicht eine kleine Taktik dahinter steckt, dass man den Aktienpreis drücken will, um billiger an die Aktien zu kommen, um das Ganze wieder aufzuwerten. Vielleicht gibt es ein Happy End dahinter, da hoffen wir alle noch drauf. Aber Also ich, Sippenwirtschaft. ja, oder Na? so. Wenn man sich da einfach näher ist, als wenn einem der eigene Sohn wichtiger ist als der Rest der Gesellschaft bezüglich eines Unternehmens. Ich meine, dass der eigene Sohn einem wichtig ist, das mag ja gut sein. Aber trotzdem, wenn ich ein Unternehmen führe und meine Anteilseigner einfach, die darf ich da nicht so behandeln. Das ist einfach so. Und Dirk Markus, wenn Sie zuschauen, Karma is a bitch. Karma is a bitch, ja. Das frage ich mich nicht noch, ob das bei Kevin Kühnert auch der Fall ist, weil jetzt bin ich bei meinem politischen Aufreger diese Woche, ja. Also wie gesagt, das ist ja unerschöpflich, ja. Aber das Schöne war jetzt Kühnert bei Maybrit Illner, ja. Und da ging es um das Thema, uns fehlen Wohnungen, ja. 400.000 waren zugesagt, das hätte nicht gereicht bei dem, was alles ins Land ja strömt und auch Wohnungen sucht. Und das finde ich immer so erstaunlich, ja, dass man eigentlich Dinge beschließt und nie konsequent bis zum Ende hin denkt. Ja? Das heißt, wenn ich unendlichen Zustrom zulasse an Menschen, ja, das mag moralisch top sein, gut gedacht, aber da muss ich wissen, wie bringe ich die unter? Ja? Habe ich genug Ärzte, habe ich genug Lehrer, Kindergärten, wie sieht es da aus? Und nicht erst im Nachhinein, ja. Und deswegen ist ja jetzt auch diese Problematik Wohnung. So, jetzt kommt es natürlich auch noch dazu, dass man in der Regierung, also zumindest in Teilen der Regierung, und ich will auch das nicht komplett auf die SPD abwälzen, aber zumindest bei Kevin Kühnert abladen, dass er im Grundstudium Wirtschaftslehre, eigentlich egal, wahrscheinlich Geld. Hat er gefehlt, ja. Da hat er nichts mitgekriegt, dass er Taxi gefahren wahrscheinlich, ja. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber wenn ich hergehe und mir sage, dass ich am Wohnungsmarkt etwas erreichen will, aber bitte, es darf da niemand Geld verdienen damit, ja. Also keine Fördergelder für Unternehmen, die da vielleicht Rendite erzielen. Böse, böse. Das geht nicht, ja. Da frage ich mich, wie will er Wohnungen überhaupt schaffen? Wenn man weiß, okay, wir sollen Wohnung bauen, aber okay, alles wird gebremst, ja,
Die Zinsen sind hoch, die Kosten sind hoch, verdienen soll ich aber auch nichts. Wie soll das gehen? Und da muss man sich wirklich an die Birne fassen. Und natürlich bei Maybrit Illner war ja auch eine bunte Talkrunde zusammen, zum Beispiel Immobilienentwickler Kröner. Und er hat ja zu Recht gesagt, seit 20 Jahren werden bei uns die Standards permanent erhöht. Der Kaufpreis der Immobilie, der geht durch die Decke, ja, und gleichzeitig ist jetzt der Zins hochgegangen, ja. Wie soll das überhaupt noch hinhauen, ja? Und Handwerkspräsident Dietrich hat auch sich geäußert, hat gesagt, er war ja in der Diskussion mit der werten Bauministerin, ja, und hat da auch gesagt, und sie ist gebeten worden, er soll doch bitte nicht so schwarz malen. Da hat er gesagt, also Frau Ministerin, noch drehen sich die Kräne, aber wenn es so weitergeht, nicht mehr lang. Zumal der Koalitionspartner, die Bündnisgrünen, ja momentan alles tut, um nur Zementindustrie Steine in den Weg zu rollen. Die geniale Luise Neubauer von Fridays for Irgendwas hatte noch die Idee gehabt, den Zementwerk ganz einzustellen, weil der CO2-Footprint zu hoch sei. Ja, ohne Zement werden wir es nicht schaffen. Und auch unser genialer Kanzler Scholz hat dann eine Parole gebracht, nämlich serielles Bauen. Das könnte die Rettung sein. Serielles Bauen hatten wir schon mal in Deutschland, hieß Plattenbau. Wer Berlin-Marzahn bereist, der sieht serielles Bauen in seiner schönsten Ausprägung. Die Idee ist nicht neu. Wenn wir das wirklich wollen, Herr Scholz, es wird auch nicht günstig sein. Auch serielles Bauen wird mit CO2-lastigem Beton geschehen. Und die Idee, ein Gebäude in 3D auszudrucken, da braucht man nicht ernsthaft drüber reden. Wenn ich neulich beim Zahnarzt wieder meine Stempelkarte vorlegen musste, für meinen Zahnarztstempel einmal im Jahr, so weit sind wir in Deutschland einfach noch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht. Nein, vergessen wir mal. War auch Professor Lamia Mesari-Becker zu Gast, ja, eigentlich auch eine honorige Frau aus dem Baubereich, also eine Expertin. Und die hat einfach auch gesagt, wir haben inzwischen die dicksten Wände, die dicksten Decken, haben einen hohen technischen Standard als Voraussetzung, was Steckdosen angeht, alles Mögliche. Wir haben einen irren Aufwand an Richtlinien und Vorgaben. Und das alles bei 1% Zinsen hat sich noch finanzieren lassen, aber jetzt halt nicht mehr. Ja. Und das geht doch los. Man braucht einen Energieberater. Ja. Das ist immer mehr wollen das übrigens machen, ja, weil du einen Haufen Geld verdienst als Energieberater, weil du den brauchst, wenn du baust. Ja. Und die Handwerker, die an der Baustelle sind, die können nicht hergehen und einfach sich beim weltgrößten Werkzeugmaschinenbauer Würth, ja, der überall weltweit seine Kabeltrommeln und alles verkauft, ja, das reicht nicht. Du kannst ja nicht die Dinger kaufen und an der Baustelle einsetzen. Du musst sie erst noch von einem zertifizierten Fachbetrieb zusätzlich prüfen lassen. Da kostet halt die Kabeltrommel nicht das, was sie kostet, sondern gleich nochmal obendrauf. Und das zieht sich durch alle Bereiche durch. Und deswegen ist einfach Bau nicht mehr machbar. Ja, und jetzt, es geht ja los. Welche Familie kann heute bei den Baukosten, ja, und den Baunebenkosten und eben den Zinsen überhaupt noch sich den Traum vom Eigenheim erlauben? Wenn da nicht von der Oma und der Uroma irgendwie was Gigantisches vererbt wurde, geht es nicht. Also, wenn das so ist, dann muss ich hergehen und sagen, ich brauche Förderprogramme für Unternehmen wie Vonovia oder sonst wer, dass die Bauen und Wohnungen bereitstellen. Und letztendlich ist Mieteinnahme auch keine Sünde, sondern es ist der Lohn derjenigen, die gebaut haben und diese Wohnungen zur Verfügung stellen. Man kann ja hergehen und gucken, dass man keinen Mietwucher zulässt und dass man sagt, okay, wir wissen ja, was die Kosten sind und da kann man vielleicht in irgendeiner Form was machen, aber da geht es ja auch los, ja. Es geht ja auch auf den Standard in der Wohnung. Und es bleibt ja dabei, Jens, immer wenn der Staat versucht, bei sowas zu regulieren, geht's in die Hose. Zumal der linke Flügel der SPD Firmen wie Vonovia ihr enteignen will, wo ich mir sage, rechtsstaatlich wird das nicht ganz einfach werden. Und dann ist Wohnung halt immer noch Angebot und Nachfrage. Und wenn jeder in Berlin-Marzahn leben will, dann werden die Wohnungspreise dort nicht sinken. Da kann ich mich kopfschütteln, da kann ich noch so sagen, nee, Mietpreisdeckel, dann wird eben nicht mehr gebaut. Und genau das passiert bei den Profis ja. Wenn ich eine Vonovia wäre, ich würde momentan auch nicht mehr bauen, bis sich das Klima in Deutschland mal wieder irgendwie auf konjunkturfreundlich geeinigt hat. Denn aktuell sind wir das einzige Land quasi fast am Planeten, wo die Wirtschaft abbaut, während selbst Russland,
die wieder sanktionieren und boykottieren, Wirtschaftswachstum hat. Also, und ich meine, das ist ja ein Beispiel von vielen, wie momentan, und wie gesagt, ich bin jetzt, also das ist kein Plädoyer für die CDU, ja, also nur, dass man, oder für die Union, ja, nur, dass man mich hier nicht falsch versteht, weil die haben jetzt auch nicht die hellsten Birnen auch am Weihnachtsbaum aktuell in den Führungsebenen, die das so ganz richtig blicken. Aber Fakt ist, dass in der Politik, in den Regierungen und natürlich gerade aktuell in Berlin, dieses Grundverständnis, wie ein Staat wie Deutschland groß geworden ist, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass wir den Wohlstand haben, den wir haben, das blendet man heute komplett aus. Heute sind Unternehmen, sind Unternehmer, sind Investoren, das ist der Beelzebub, ja? Und geballt sind es die Teufel, die das Volk ausbeuten. Und wenn man von dieser Denkweise nicht runterkommt, dann kann man wirklich den Haken hinter den Wirtschaftsstandard Deutschland machen, beziehungsweise das Kreuz. Wo wir beim Thema wären. Haken, Kreuz. Ich versuche jetzt mal einen ganz, ganz bösen Stunt. Also ich denke mal, ich gehe jetzt direkt an die Shitstorm-Kante und schaue runter, wo wir beim Thema Haken und Kreuz waren. Also ich mache jetzt mal ein Plädoyer für die meistgehasste Bevölkerungsgruppe in Deutschland, nämlich die Deutschen. Folgendes Setting, eine Woche her ungefähr, ein Volksfest in Bautzen, ein Wiesenfest, Oktoberfest. Im Bierzelt wird ein altes Marschlied gespielt, das von der Wehrmacht gerne genommen wurde, das aber heute auch noch gespielt wird. Viele Wehrmachtshits werden bei der Bundeswehr heute noch gespielt. Ich hatte einen Kameraden, Westerwald. So wurde eben das Lied Erika gespielt, wo ich schon sagen muss, das Lied im Bierzelt spielen, das geht schon hart an die Kante des Rechtsradikalen. Aber lassen wir mal hören, was passiert. Die Kamera fängt natürlich drei Jugendliche ein, die sich nicht nehmen lassen, im Suff ihren rechten Arm zu schwenken. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kein Experte für Hitlergrüße oder sowas, aber was die drei da treiben, das hat mehr was von Zumba gehabt, ja. Also da wurde wild gewedelt. Einer von den dreien hat sogar den Bierkrug hochgehalten, wo ich mir denke, 1935 Ausstieg der Bierkrug, das hätte für schlechte Presse gesorgt bei dem Kollegen. Also das waren jetzt mal keine Profis, sage ich mal, die da rumgehampelt haben. Nichtsdestotrotz, Hitlergrüße zeigen in der Öffentlichkeit ist ein No-Go, sollte man wirklich nicht tun. Wenn ihr es wirklich mal tun wollt, dann macht das daheim im Keller oder sonst wo oder macht einfach am besten gar nicht. Ich weiß nicht, was die drei geritten hat. Wahrscheinlich wollten sie auch provozieren oder fanden das satirisch besonders witzig, so einem Lied im rechten Arm auszustrecken. Vielleicht waren es auch Nazis. Ich weiß es nicht. Ich kenne die drei nicht. Die Polizei kennt sie auch nicht. Sie sucht sie derzeit. Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Vielleicht haben sie den Bierzeltbetreiber nach einer Gästeliste gefragt. Schwer zu sagen, wie sie Ermittlungen treiben. Aber was mich ein wenig entsetzt, es wurde der Staatsschutz eingeschaltet. Der Staatsschutz, der ermittelt normalerweise bei terroristischen Vorfällen. Also wenn die drei vorgehabt hätten, den Reichstag zu sprengen, dann wäre der Staatsschutz gerufen worden. Aber nicht, wenn drei Besoffene einen Hitlergruß improvisieren. Das ist also in meinen Augen noch nicht wirklich staatsschutzgefährdend. Und was passiert natürlich? Große Solidarität am Oktoberfest, wird das auch gemacht. Deppenleben vom Nachmachen. Die drei haben sicherlich Deutschland nicht gefährdet an dem Abend, eher das Tischtuch vor sich. Wahrscheinlich haben die auch drauf gekotzt, so wie die drauf waren an dem Abend. Was ich aber eigentlich sagen will, was mich so entsetzt, ist, wie die Presse damit umgeht. Hier wird wieder ein Schreckgespenst hervorgerufen, nämlich das des bösen Ostdeutschen. Wer diese Pressemeldung gelesen hat, der liest wieder genau das. Der Osten, die sind eh alle rechtsradikal. Die sind arbeitslos, die sind arbeitsscheu, die sind unser Untergang, die halten die Investoren fern. Überhaupt ist der Ostdeutsche der ganz Böse in diesem Land. Und das lese ich in der NTV-Presse immer und immer wieder. Hier wird ein Feindbild aufgebaut im eigenen Land. Liebes NTV, dieses Volk im Osten, das sind wir. Wir sind vereinigt seit 33 Jahren. Die haben dieselbe Kultur wie wir. Die essen denselben Schweinebraten wie wir. Die gehen zum selben Veranstaltungen. Die haben oft dieselbe Religion wie wir. Und wenn nicht, ist es auch egal. Die sprechen dieselbe Sprache wie wir. Und wenn wir es nicht schaffen, nach 33 Jahren den Osten und den Westen zusammenzuführen, wie soll uns das gelingen mit Syrern, mit Libanesen, mit was weiß ich, mit Afghanen, die eine ganz andere Kultur haben als wir? Diese Leute, und das hat nicht ich gesagt, sondern das hat der Deutsche Kulturrat gesagt, bestimmt keine Nazis,
50% der Muslime, die zu uns kommen, sind Antisemiten. Die finden, dass Israel ausgelöscht gehört. Das sind auch Leute, die Schwule nicht leiden können. In vielen dieser Länder ist Schwulsein eine Todsünde. Die werden hingerichtet dort vor Ort. In den meisten dieser Ländern haben Frauen den Stellenwert von Haushaltsgeräten. Wie soll die Integration gelingen, wenn wir es nicht schaffen, uns selber zu integrieren? Wenn wir es weiterhin schaffen, das Schreckgespenst Ostdeutschland zu heben? Wir haben ein N-Wort, wir haben ein F-Wort, wir haben ein Z-Wort, wir haben ein P-Wort, ein L-Wort, aber wir haben kein O-Wort. Immer wieder höre ich Ossi im Fernsehen. Pfui, Spinne, ganz ehrlich, ich bin gerne in Ostdeutschland und ich muss sagen, treffe dort auch so viele vernünftige Menschen. Wenn 3, 4 Nazis im Bierzelt den rechten Arm heben, ist das für mich kein Grund, auf dieses Bundesgebiet zu spucken. Das ist, was wir überwinden müssen in Deutschland, ganz dringend. Und wenn ich da mal ergänzen darf, was mir bei dieser Thematik trotz allem auch immer auffällt, ist, wie Gewalt ja, oder wie geballt die unsere Medienlandschaft sich auf solche Themen stürzt. Ja? Also da werden Sondersendungen, Gott weiß was gemacht, ganze Leitartikel. Und wie behutsam man eigentlich mit linken Spinnereien und Gewalt auch umgeht. Ja? Das ist für mich erschreckend. Und nochmal, diese ganze, auch mal blickt auf den Osten und sagt, die wählen alle AfD. Jüngste Umfragen, Baden-Württemberg, unsere Arbeiter, ja, also die scharfe Häusle baue, hat die AfD in der jüngsten Umfrage die 20%-Hürde überschritten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder denkt, ja, da unten in Stuttgart sind lauter Nazis. Ja, also das ist einfach Käse. Und ich glaube, da sollte man definitiv ein bisschen, ja, differenzierter damit umgehen. Das Volk ist in großen Teilen unzufrieden. Und das weiß in Unzufriedenheit momentan teilweise nicht anders zu kanalisieren, als die zu wählen, die ihnen das Heil versprechen. Hat 33 schon mal gut funktioniert. Ich sage nur so viel, die Vergewaltiger, die Gruppenvergewaltiger, die den Mann festgehalten haben, der musste zuschauen, wie seine Frau vergewaltigt wurde, von der ganzen Gruppe von Männern, die hießen nicht Kevin und Justin im Görlitzer Park. Und das ist unsere neue Realität. Und dass das Volk damit unzufrieden ist und das Heil dann in der falschen Richtung sucht. Wir sollten vielleicht die Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome kurieren. Das wäre das, was ich seit 20 Jahren in diesem Land bemängle. Ja, aber da wollen wir uns von diesem schweren Thema wieder verabschieden, weil da kann man sich ja ganz leicht verstricken und da sagen, oh je, jetzt haben sie wieder so und so und keine Ahnung. Da wirst ich bin du gespannt, drauf, was da unten kommt. Na, also irgendwas wird wieder kommen. Deswegen kommen wir jetzt zu den persönlichen Aufregern und die sind ja nicht ganz so dramatisch. Ja, mein persönlicher Aufreger war mal wieder meine neuen Beziehungen, Beziehung ist zu weit gegriffen, meine neuen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Ja, ich habe mich wieder mal, weil Fulda, ja, das ist ja mein großes Trauma, dass Fulda eigentlich ideal liegt für ICE. Ja, ich brauche mit dem ICE theoretisch 3 Stunden nach Hamburg, 3 Stunden nach Berlin und 3 Stunden nach München. Aktuell hat sich das alles verzerrt wegen Baustellen, schlag mich tot, sonst was. Verzögerung, bla 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 und schlag mich tot. Ich habe jetzt 3-mal bin ich wieder zugefahren, 1-mal nach Berlin und 2-mal nach Frankfurt. Ja. Frankfurt ist sowas wie, als würdest du von Schwabing nach München fahren. Also das ist gar nichts. Ne? Also das ist Pendelverkehr. Ja. Berlin war schon spannend. Ja. Gut, das war natürlich auch selbst verschuldet. Ich war mit dem MIG da in Berlin und abends ging es länger und weil wir sehr, sehr spät gegessen hatten, ja, hat er mir erklärt, dass es für die Verdauung gut wäre, Grappa in den Espresso zu tun. Da gibt es sogar einen Begriff dafür. Und als der eine nicht gereicht hat, meinte er, man hätte noch nachlegen müssen. Und dann gab es noch einen Grappa aufs Haus und es war eh spät. Und ich musste am nächsten Morgen mit dem Zug heimfahren, und weil wir noch eine Veranstaltung in Fulda hatten. Und ich habe den Klassiker wieder erwischt im Zug. Ja, nämlich man sitzt, man will was arbeiten und natürlich Lärm, weil eben viele Kinder da auch manchmal im Zug sind. Und ich habe sie, glaube ich, geballt an dem Morgen gehabt. Ich mag Kinder, muss ich dazu sagen. Und natürlich, denen ist auch langweilig. Aber da will ich mich auch noch gar nicht darüber auslassen. Wenn dann aber neben mir Familien ihre Mettbrötchen auspacken mit Zwiebeln und andere Dinge auspacken, ihre Schuhe ausziehen und diese gesamte Geschmacks Geruchskombination dann auf einen eindröhnt,
der wenig Schlaf hat, ist das schon eine Herausforderung. Und in dem Moment habe ich mich in mein Auto gesehen, ja. Was natürlich auch dazu kommt, dass der Zug ganz klar natürlich am Ende eine Stunde Verspätung hat, ja. Aber diese Verspätung, die habe ich jetzt auch zweimal erlebt auf der Strecke Fulda nach Frankfurt, ja. Und zwar jeweils um 20, 25 Minuten, wobei die zweite Verspätung, die war mein persönlicher Aufreger, potenziert durch 10. Denn es gab irgendwie plötzlich eine Vollbremsung, ja, und aus keinem Grund, keine Ahnung warum, dem Nachbar ist der Kaffee vom Tisch gefallen, Hoffentlich ohne Krabber. ja, ohne Krabber wahrscheinlich, ja. Und dann stand der Zug eine Viertelstunde, ohne Meldung, ohne alles, ja. Und dann ist er im Schritttempo weitergefahren mit der Durchsage versehen: Wir entschuldigen die Verzögerung, aber wir haben einen Stromausfall in der Oberleitung. Wir kriegen gerade keine Signale, deswegen fahren wir auf Sicht weiter. Und das hat mich irgendwie nicht gerade beruhigt, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, diese ganze Geschichte der Deutschen Bahn oder was da los ist, ja, ich habe hier auch mal einen Bericht gelesen vom Bahnkritiker Arno Lüth. Er befürchtet ja, dass wir nie wieder eine funktionierende Bahn haben. Und dann natürlich, das kam jüngst auch mehrfach durch die Presse, unsere Fahrt endet hier, ja, hier auch ein schöner Bericht zur Situation Bahnverkehr Deutschland-Schweiz, weil dort ist die Schweizer Bahn, die SBB und das Schweizer Bundesamt, die für den Verkehr zuständig sind. Die wollen die Deutsche Bahn jetzt nicht mehr in ihre Zugpläne mit einbeziehen, weil eben die deutschen Züge immer spät kommen und diese sehr zuverlässige und pünktliche Schweizer Bahn damit auseinanderbringen. Also da funktioniert dann auch nichts mehr. Und deswegen sollen jetzt künftig die ICEs, die von Baden-Württemberg kommen, nur noch bis Basel fahren, statt bis nach Zürich oder Garzur oder Interlaken und der EC-Züge aus München nur noch bis St. Margrethen oder St. maximal bis St. Gallen. Also kurz hinter der Landesgrenze heißt dann, unsere Fahrt endet hier. Also so viel zu meinem heutigen Aufreger-Privatthema Deutsche Bahn. Da kann ich dich aber beruhigen. Bahnchef Lutz hat jüngst angekündigt, dass die Deutsche Bahn schon bald sehr pünktlich sein wird. Man will auch diesen Stundentakt wie in der Schweiz einführen, und zwar bereits im Jahre, gut festhalten, 2070. Bis dahin ist Bahnchef Lutz zwar 137 und wahrscheinlich nicht mehr Bahnchef, aber sein Nachfolger wird das bestimmt hinbekommen. Für die Ankündigung hätte man eigentlich in Mittelalter Kiel holen lassen, aber das geht beim ICE nicht. Das, ja, aber das passt doch, ja. Bis 2070 finde ich auch. Also, ich kündige mal an, bis 2100 brauchen wir die Bahn nicht mehr, weil dann werden wir mit Autos fliegen. Mit Ja, und zwar über die selbstfahrenden Autos. Bahngleise drüber. Mit selbstfahrenden Autos von Katja Wuth. Genau, so sieht's aus. Aber du hast, glaube ich, auch noch einen lustigen privaten Aufreger. Ja, also, da hat sich sogar mal zugespitzt, sage ich so. Also, ich habe ja Gäste da, nächste Tage. Viele wissen ja, ich komme aus der Ecke von München und da ist derzeit das Oktoberfest ohne Nazi-Grüße, das richtige Oktoberfest. Und jetzt bin ich ja jetzt nicht so, dass ich Ende des Monats für meine Kinder irgendwie Steckrübensuppe kochen muss, weil kein Geld mehr da ist. Ich würde mich als mittelständisch bezeichnen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt haben wir mal Gäste da, ein paar, dann holen wir uns doch mal einen Platz in so einem Wiesenzelt. Nicht koste es, was es wolle, aber es wird nicht billig werden, das wusste ich schon. Man muss ja für jede Person zwei Mass abnehmen und ein halbes Hendl und so weiter. Wer die Wiesenbierpreise kennt, der weiß schon, aua, aua, das wird teuer. Also fangen wir an. Was kostet sowas im Oktoberfest? Das erste Angebot lag bei 1.760 €. Und da habe ich gedacht, boah, wow, das ist aber mal. Und heute habe ich nochmal nachgefragt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Habe ein anderes Zelt angefragt und da hieß es jetzt zum Schluss 2.800 € plus 17,50 € Versandkosten, weil es ja so eilig ist, Expressversand. Natürlich ein kleiner Aufschlag. Nee, den Expresszuschlag bin ich nicht bereit zu zahlen, weil die sollen ihr Bier selber trinken. Also dann doch lieber die Bierkiste vor der Tankstelle oder sowas. Tut mir leid, also war früher ein Volksfest, das fürs Volk war. Mittlerweile ist das Schaulaufen für Harry Kane und Co. geworden.
Und die Ex von Oliver Kahn kann da auch ihr neues Dirndl präsentieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. München ist sowieso für mich keine Reise mehr wert. Ich kann nur allen empfehlen, Oktoberfest in München, schaut es euch im Fernsehen an, wenn es euch interessiert, aber macht einen großen Bogen drum. Es sind schon genug andere da, die es gut finden. Ist nicht mehr das Volksfest für die Bayern. Nein, vorbei. Und das ist ja teilweise auch das Traurige heute, wirklich, dass diese Preise, und ich meine, da sind wir beim Euro wiederum, ja, die einfach nach oben gehen, alles wird so unglaublich teurer, und es ist ja teilweise auch so, nicht so, dass man sich das nicht leisten kann, aber irgendwann findet die Dimension, da hat man geistige Schranken, diese Dimension zu überspringen, um zu sagen, okay, das ist es mir wert, ja, also. Da hört es dann auch eben auf, der Spaß. Und ja, da hoffen wir mal auf die Normalität. Ja, lieber Jens, wir haben heute mal uns wieder ein bisschen aufgeregt. Ja, unterschiedliche Themen. Hat aber im Endeffekt trifft man sich doch dann immer wieder bei Ausfahrt Deutschland. Ja, oder der Letzte macht's Licht aus. Es ist einiges zu tun bei unserem Land. Ja, und ich betone noch mal, dass weder du noch ich irgendwie der AfD nahestehen, sondern eigentlich versuchen wir hier den Irrsinn so weit abzubremsen, dass die AfD bei Gelegenheit nicht ins Parlament einzieht. Denn das können wir alle nicht wollen. Das wäre der Untergang. Aber dazu müssen wir eben alle gemeinsam in einem Strick ziehen. Und das ist momentan in Deutschland nicht zu erkennen. Wir rasen jubelnd auf den Abgrund zu und die Grünen drücken nochmal aufs Gaspedal. Und deswegen, es heißt ja, wir müssen miteinander reden, wir müssen uns aufregen, wir müssen thematisieren oder auch hier mal auf den Kanal bringen. Und natürlich, da draußen, die ihr das jetzt zuschaut, da ist nicht jeder unserer Meinung. Der eine sagt, was hat der Jens da losgelassen? Der andere sagt, der Schmidt hat eh keine Ahnung. Das ist völlig okay, ja. Und ihr könnt euch auch jetzt hier unter dem Video, das ihr trotzdem liked, also auch wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch austauschen, ja. Bitte bleibt sachlich, nicht beleidigen, ja, sondern einfach diskutiert, bringt Argumente, bringt Fakten, ja, warum ihr für das oder für jenes seid. Ich glaube, wir brauchen wieder diese Streitkultur, ja, weil das meiste, Jens, und ich glaube, das ist ja mittlerweile bei uns, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Dabei ist das meiste ja eigentlich grau, ja, nämlich das, wo man irgendwo rumschwimmt, sich austauscht. Ein bisschen hier was hergibt und dann hier ein bisschen was nimmt. Da müssen wir wieder hin. Und Leute, wenn euch dieses Land so richtig wieder auf den Geist geht, dann macht's nicht wie Jürgen und Mick, sondern kippt euch lieber einen Schluck Kaffee in den Krapper. Das hilft. Oder so rum. Ja, genau. Und zwar vier oder fünf davon wahrscheinlich. Dann riecht man auch die Mettbrötchen nicht mehr. Genau. Also, in diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder.